Heute spielen wir ein Spiel, dessen Name gleich eingeblendet wird, weil ich gerade nicht mehr weiß, wie das heißt. Insanidatmann. Ja. Insanidate, keine Ahnung. Von aber das ist scheinbar ein spanisches Spiel, das ist wahrscheinlich echt Insanidade. Insanidade. So. Andreas Rönneberg. Sehr spanischer Name. Ja, das ist der Mr. Cruz. Simmer Cruz. Ich hab das schon gelesen. Lohnt sich das gerade? Nee, der hat wahrscheinlich alles selber gemacht. Der hat alles selber gemacht. Das ist so ein Allrounder. Ja. Auf alle Fälle soll das wahrscheinlich auch wieder gruselig sein. Glaube ich. So. Okay, Novo Yogo. Was heißt Novo Yogo? Neues Spiel. Ja, Screen Adjust ist Bildschirmauflösung. Continua ist Weitermachen. Okay. Keine Ahnung, keine Novo Ahnung. Novo Yogo. Koko ist das. Au in... Blabla, bestimmt, es ist gefährlich, Enter, wollen sie trotzdem weiterspielen oder so. Enter ist para continua, also ja, weitermachen. Das hätte ich mir denken können. Ja. Cinco años de pasarán desde la muerte de mi esposa. Fünf Jahre ist es hier seit dem Mord an Mina Esposa. Nein, ich kann ein bisschen Spanisch, aber ich glaube, das ist nicht Spanisch, ich glaube, das ist Portugiesisch oder so. Nein, ich lüge nicht. Ich kann lüge nicht. Aber sonst nur Französisch. Aber selbst wenn es Französisch wäre, könnte ich das, glaube ich, nicht übersetzen. Aber sonst ist es so lange her. Ich habe keine Ahnung. Was Mina Casa ist das Haus. Ein Haus? Ein Haus und Jahre sind vergangen. Das klingt wie in jedem Ja, aber es geht so schnell. Ich kann es viel zu schnell. Ich kann sie lesen. Oh mein Lugar. Me o motivo. Nada heißt nichts. Das weiß Nein, ich. Das ist eine Mischung aus Französisch und Spanisch. Depois ist Französisch. Espero que Deus me ayude. Ich hoffe, dass Gott mir hilft. Okay, aus diesem ganzen Text konnte ich jetzt einen Satz lesen. Immerhin beten wir um Gottes Hilfe. Ja. Und wäre fünf Jahre später. Ja, anscheinend war es die Kacke am Dampfen, weil sonst würden wir nämlich Gott um Hilfe bitten. Ach ja, du steuerst heute? Ich steuer... Wo ist denn... Wo ist Gott? Siehst du was? Da... Ist wie AST. Wir hätten mal die Steuerung gucken sollen. Dann brauchen wir nicht. Okay. Wir gehen da schon raus. Wir kommen mit dem Auto an in einer Stadt. Wir steigen aus und sehen die Musik fängt von vorne an. 100. Das dritte Level heißt dann 300. Okay. Ich gucke mich um. Ich sehe nichts. Hier ist laut. Ich hänge am Auto fest. Ich hänge noch mehr Autos fest. Es ist kein schneller. Das Schiff hier auf dem Boden. Nee. Ich kann nur laufen. Wir sind mega lahm. Vielleicht sind wir ein Schilder dicker Mann. Ich glaube auch. Steht hier, kann ich mich im Auto spiegeln? Ich möchte schneller laufen. Ich bin zu langsam. Das geht wahrscheinlich noch nicht. Na gut. Dann gehen wir halt ins Refugio dos Anjos. Sanatorio. Sanatorium, was, keine Ahnung, vom Raten würde ich sagen Sanatorium, aber es sieht eher aus wie ein Irrenanstalt. Ich möchte in den Schrank. Tür oder ein Schrank? Das ist ein Schrank. Ich will den Schrank. Ich kann nicht. Das ist echt so dunkel. Ja, gehen wir mal hier rein. Ja, das ist mir dicht. Hallo. Und schöne ein Blumen. Bild von einer Wasserblumenrose. Eine Lilie. Eine Wasserlilie. Ja. Hier ist ein Brief. Brief? Ja, scheiße, ne? Wenn wir jetzt wissen, wie man den aufheben kann. Vielleicht kann man den gar nicht aufheben. Nee, bestimmt. Weil es sieht so aus, als könnte man ihn aufheben. Okay. E-Checker. Versuch mal mit E den Brief aufzuheben. Ist abgeschlossen. Geht nicht. Nee. Was ist denn? Checker! Ja, dann gehe ich halt wieder. Checker. Oh, bestimmt Schlüssel. Wenn ich einen Schlüssel, würde ich auf dem Sofa liegen. Was war da? Ja, hier war doch auch gerade Checker. Da. Das ist die Tür hinter mir. Boah, man kann rückwärts die Tür. Kannst du das etwa nicht? Ich bin auf dem Sofa. Da ist ja bestimmt runter, du. Geh mal weg. Wie kriegt denn den anderen runtergeworfen? Aufstellen und Tarantale machen. Ja. Siehst du? Und? Nee. Nee, da war kein Schlüssel. Nee, ich hab... Geh runter, Ursa. Ich stehe auf dem zweiten drauf immer noch. Geh.
Ich glaube, es habe ich hochgeklappt. Ich kann noch nicht springen. Sorry, ich kann scheinbar nichts. Chica. Raus. Ich möchte einmal hinter den... Na, da passen wir gerade so hinter. Scheinbar sind wir echt ein dicker Portugiese. Chica. So wieder nur die Tür. Das war doch klar. Hier drauf? Nein. Das ist echt dunkel. Nächste Tür. Chica, Chica. Hier? Nee. Boah, diese Dunkelheit, ne? Das macht mich so müde. Ja, mich auch. Oh. Und ich sehe echt nichts. Und ich bin so langsam. Such mal den Schlüssel im Garten. Oh. Vielleicht ist er ja im Auto. Ja. Es stehen mehrere Autos. Kann ich in eins der Autos rein? Irgendwie Auto. Ey, wenn hier ein Schockeffekt kommt, werde ich ihn wahrscheinlich noch nicht mal sehen. So dunkel ist es. Ich gehe einfach mal in diese Ecke, weil es hier hell ist. Ja? Ich bin total... gut für dieses Spiel geeignet. Gibt's ein Inventar oder so? Kannst du mir mal kurz leuchten, wo I ist? Oder I oder Option oder so wird. I Option? Nein, danke. Ich wollte mich dann auch noch verarschen. Schon am Ausrasten nach 5 Minuten. Ja, wir sind so langsam. Soll ich gucken? Ich möchte den Schlüssel finden, ich möchte beweisen, dass ich auch was kann. Hä, du hast doch erst Dings durchgespielt. Stimmt. Jeder weiß, dass du was kannst. Stimmt, ich habe ja Vanish durchgespielt. Genau. Eh. Checker, checker, kann die Pflanze auch umschmeißen. Boah, Pflanze zittern. Was ist da los? Das ist meine ungebändigte Kraft. Meine ungebändigte männliche Kraft. Kann ich den Stuhl umschmeißen? Ja! Nein, ich bin drüber geklettert. Nochmal. Voll anstrengend. Ich stehe auf dem Tisch. Dann ich mal. Ich habe voll den Ausblick gefunden. Ich kann da noch nicht mal springen. Ich gehe nochmal zur Tür. JK, ich drücke E. Hoffst du auf ein Wunder, ja? Ja. Ich will halt diesen Brief, ne? Und ich kann diesen Brief nicht nehmen. Ich kann gar nichts machen. Ich kann nur zu dieser Tür gehen, die verschlossen ist. Und ich habe Sofa-Dinger runtergeschmissen. Eins zumindest. Das andere sehe ich nicht mehr. Das ist bestimmt hinter das Sofa gefallen, oder? Hinter das Sofa. Nee, doch nicht. Stehst du noch? Ach, guck mal, ich kletter wieder irgendwo drauf. Oh. Das soll bestimmt gar nicht so sein. Doch, bestimmt. Vielleicht ist hinterm Bild was. Boah, ist ja voll gemein. Auf der Pflanze. Komm, auf die Pflanze. Okay, auf die Pflanze kann ich nicht. Ja. Tja. Tja. Was? Was war das? Ich hab nichts gesehen. Stürzt ab? Ne, doch nicht. Ich weiß nicht. Ich befinde mich, glaube ich, in einem Bug. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Meiner männlichen Kraft. Okay, du darfst. Ich bin zu doof dafür. Viel Spaß. Würden Sie mir bitte ein wenig Sekt geben? Ja. Willst du den Licht anmachen, um es einzuschalten? Nein, das kann ich auch so. Benutze einfach das Licht vom Monitor. Okay. Das rückstrahlende Licht des Monitors. Das ist schön, ne? Ich sehe jetzt mehr. Meine Augen haben sich daran gewöhnt. Ich sehe jetzt die Umgebung besser. Vielleicht ist es auch heller geworden. Vielleicht sind wir immer schon zu lange da. Ja, gleich heute Morgen. Ja.
Was ist denn unser Auto gewesen? Ich glaube, das ist helle. Aber keine Ahnung, eigentlich weiß ich nicht, müssen wir uns da rein gebeamt haben, weil er nirgends von Einfahrt ist. Nicht? Licht da was? Ja, da liegen Schlüssel. Was? War ich nicht in der Ecke? Doch. Klar, war ich gerade in der Ecke. Ich nicht gesehen. Die lagen da gerade noch nicht. Das kann nicht sein. Ich musste die erst triggern, indem ich aufs Sofa klettere. Und auf den Tisch. Über den Stuhl. Ja. Geh einmal über den Stuhl, um den Schlüssel zu triggern. Ich hätte vom Baum. In den Vorgarten. Natürlich, es war doch meine männliche Kraft. Hast du nicht gesehen, wie das alles gewackelt hat? Ich habe den Baum geschüttelt damit. Mhm. Ich habe das Gebäude geschüttelt und an dessen entstand eine kleine Eruption, die den Baum geschüttelt hat. Und deswegen sind die Schlüssel vom Baum gefallen. Genau. Willst du das etwa abstreiten? Nein, nein. Was steht da? Para onde foi tondo mundo? Mundo! Mundo. Bejo. Enfermero. Das ist so... Ich bedauere es gerade echt, dass ich so viel Spanisch und Französisch alles erst fand ich die Blume ja schön. Jetzt ist es ein bisschen billig. Die gab es bestimmt im Teddy, im Angebot. Jedes Bild ein Euro oder so. Und dann hat er sich gedacht, ey, wir können die direkt mit 30 mitnehmen. Was ist das denn? Die gleichen Bilder. Stell dir vor. Lichtflackert. Oder sind das unsere Augen? Es ist, als wäre so eine Motte direkt vor unseren Augen und peitscht uns ins Gesicht. Ja. Vielleicht eine riesige Motte. Ich weiß es nicht. Die Tür ist bestimmt auf. Sind wir tot? Nein, das kann nicht sein. Das war extra. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich auch gar nicht. Ich habe dich mit meinem Finger schon wieder gesucht für die Tür. Halten wir ihn gerade fest? Nee, er halt uns fest. Ach so, ich dachte, wir halten ihn so wie so ein Baby, so nach unten. Nein. Okay, dann nicht. Er zieht uns über den Boden. Er zieht uns. Okay. Kann ich das tun? Nee. Wir können ihm zugucken, wie er uns zieht. Du kannst ihm zwischen die Beine machen. Er diese Geräusche? Ich glaube, wir machen diese Geräusche beide. Also wir sind die... Ja, und er ist der Monstermann, oder? Der so... macht, ja. Das ist zu tief. Er hat voll Kraft in seinem Arm. Albtraum. Er hat uns so ein bisschen geschlitzt. Ich hasse Handy-Vibrationen. Ja, deswegen ist mein Alarm. Das ist ein Alarm in der Halle, ne? Das ist kein Handy. Ja, ich glaube nicht, wenn wir in der Irren einteilt oder in so einem Dingens liegen, dass wir noch ein Handy haben. Das klingt wie ein vibrierendes Handy. Ein bisschen. Ja, jetzt weißt du, wo die SFX herhaben. Ja. Das hört nicht auf. Es ist ein vibrierendes Handy. Was? Was Uso aus. Schade, dass wir nichts verstehen. Ja. Utilizar o celular ist Handy benutzen. Aber ich weiß nicht. Checker. Aber wir können uns mit unserem Handy leuchten. Mit der Maus kann man das auch machen. Okay. Aber. Können wir diese wichtig aussehenden Dokumente nicht mitnehmen? Nee. Die können wir nur anleuchten. Ja. Perfekt. Können wir wieder aufs Bett klettern und Randale machen? Ich habe gerade gehört. Ich auch. Ist die Tür auf? Ja. Ja. Jemand hat uns aufgeschlossen. Mio dois como... Oi, wie Fabra Neste. Mein Gott, wie... Quattro. Para... Quattro, keine Ahnung. Das ist so schnell, ich kann es nicht lesen. Ich kann es noch nicht mehr zusammenreihen. Da kommen wir raus, oder? Ja, gucken, ich was weiß steht. Ich wette mit dir. Por favor. Bitte. Bitte. Ja, bitte. Bitte kann ich auch. Este lugar limpo. Limbo. Nein, limpo ist irgendwas mit sauber, glaube ich. Limpiar ist sauber machen oder putzen. Ich wette mit dir, dieses Spiel gibt es bestimmt auch auf Englisch oder so. Glaube ich auch. Und wir haben uns einfach mit viel Teil die spanische Version oder portugiesische, ich habe keine Ahnung, welche Sprache das ist, Version geladen. Soll ich mal gucken, ob es die auf Englisch gibt? Nein, wir schaffen das auch so. Wir brauchen nichts verstehen. Ja. Ey, ey! Gehst du weg. Mein Handylicht hat ihn verscheucht. Welche Tür ist das? Wie? Braucht jemand unsere Hilfe, Jani? Welche Tür? Ich weiß nicht. Die mit dem Blut. Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Ja, nehmen wir die mit dem Blut. Die? Ich weiß nicht, kommen wir überhaupt in irgendeine rein?
Wir helfen keinen. Na, dann gehen wir einfach. Ich kann das Klopfen nicht orten. Nee. Dormitorius. Schlafseele. Oder so. Ey. Scheiße. Trakando! Was heißt das? Weiß ich nicht. Randale vielleicht. Ich weiß nicht. Oh. Warum hängt sowas in einem Irrenhaus? Das passt da gerade voll nicht hin. Vielleicht klopfen oder so, Trakando? Kannst du das machen? Oh, guck mal, wir haben eine Freundin. Ja. Ich kann nichts machen. Was hat das Handy rausholt? Können wir Open Options oder sowas machen? Nee. Keine Ahnung. Oh, da können wir vorbei. Kann nichts tun. Das sind wir. Ja. Das war das entspannende Bild. Das sind nicht wir. Das ist sie. Nein. Nein, doch. Aber vielleicht wurden ihr auch die Haare abgeschnitten, weil in allen dramatischen Sachen werden komm, die Leute die Haare Ecke. Komm. Doch. Mit deiner Kraft. Ja. Siehst du. Oh, dieses. Das kann nicht ihr Ernst sein. Hallo. Komm, mit mehr Gewalt. So ein Typ, der auf dem Stuhl tanzt aus. Ja, steht ja wohl eine Tanzerin so Macarena drauf. Ja, wir müssen doch diesen klopfenden Menschen helfen. Er hat aufgehört. Was schleppe ich denn hier mit? Oh mein Gott! Oh je. Oh. Und ich wundere mich, dass das Laufen so schwer ist. Oh hier. Schlüssel, cool. Ah, eine Oma und ein Kind! Ah! Lauf mal weg von dem besser. Ja, ich will, ja. Lauf Tisch mal von dem Tisch. Vielleicht hält der Tisch ihn auf. Soll ich mich umdrehen? Guck. Nein, lauf weiter. Ja, der kommt. Sind mehrere. Hast du gesehen, dass aus dem Ding ein Ding rauskommt? Ich hab's gesehen. Dieses Spiel ist einfach Bombe, was Grafik angeht. Nein, ehrlich, diese rumfliegenden Viecher finde ich dafür geil. Aber hier, öffnen. Hab ich doch. Nochmal. Ich drück schon. Bam! Bam, sag ich nur. Der bisher hatte Grande. Handy. Otra. Anderes. Keine Ahnung. Wir verstehen die Geschichte. Wir sind im Irrenhaus und die Oma und das Kind. Ja, guck mal, sind Hände oben. Da war auch ein Vieh. Ja. Ist gerade in die Ecke gegangen. Ha. Bienen wollte ich gerade sagen. Käfer. Ach ja. Noch mehr. Die Hände sind voll sexy. Was? Ey, geh weg. Du kannst dich so langsam umdrehen, nur. Hallo. High five. Oh, das drehe ich nicht um, das macht der automatisch. Achso. Ey, wir sterben, wir sterben. Ja. Ah, das ist unser Health, die 100. Ja, Mensch. Muss man einem aber auch erstmal sagen. Ja, jetzt wissen wir es ja. Frage ist nur, können wir uns heilen? Vielleicht wenn Vorsicht, man fällt die Treppe runter. Wenn man zu schnell ist. Oder geschubst wird. Jetzt muss ich dem Vieh folgen. Ja, aber lass mal vorsichtig sein. Bin ich doch immer. Ja. Das bringt ja voll viel. Ach komm. Ah. Eh. Ah. Geht nicht. Hm. Boah, die Hände klingen wie ein Rhinoceros-Baby. Hey, guck mal, zeig die Hand uns was. Die eine ist voll lieb, die anderen schlagen voll rum. Die eine ist voll lieb. Ja, so definitionslieb halt. Ich weiß nicht. Können wir denen was geben? Ich hab Angst, dass es mich kratzt. Ja. Siehst du? Ah, oh, Mann, ey. Okay, wir gehen nicht mehr zu den Händen. In die Türen kommst du nicht rein, ne? Nee. Hm. War ich irgendwas? Also es wird jetzt einfach nur eine Sackgasse. Weil wir die Tür nicht aufgekriegt haben. Ja. Auch wenn du direkt davor stehst? Ah, ne. Augen, ey. Ich weiß nicht.
Warte auf Text. Doch nicht. Okay. Nein. Mann, schrei nicht. Immer diese rumschreienden Dinger, ne? Ich wette, du kannst ja keine Tür. Ich glaube, ich muss einfach nur... Ich geh mal einfach raus. Ja. Es hat ein Messer, ne? Ja, ich glaube, wir sollten dem nicht zu nah... Vielleicht verschwindet das? Ne, ich glaube nicht. Können wir wieder rausgehen aus dem Raum? Das kommt aber auch nicht. Dann müssen wir vielleicht in eine... Guck einfach mal zu. Sicher, dass es nicht kommt? Ne, es hängt ja so im Raum fest, ne? Oder kommt es? Ich kann es nicht erkennen, ob es kommt. Es kommt. Jetzt geh in eine der Türen. Geh in eine der Türen, muss offen sein. Es kommt. Es hat einen Penis. Ich kann nicht. Die Türen sind alle zu. Kannst du aus dem Raum raus, da wo wir reingegangen sind? Ach, als wäre das so schnell. Vielleicht können wir noch an ihm vorbeilaufen. Ich kann nicht mehr raus. Nee. Es hat aufgehört zu schreien. Doch, wir sind raus. Nee, war nicht. Steht aber noch. Ja. Ha. Soll ich dran vorbei rein? Aber wir können ja nicht rennen. Ja, geh mal dran vorbei. Nicht hauen. Ja. Ganz recht. Kannst du mal gehen, bitte? Das nervt mich so ein bisschen. Ich möchte ja, dass es nicht so Züge... Post-its verklebt. Züge an einem Wien Vape. Du alter Asser! Wer schmeißt den Tisch nach uns? Ist das Viech jetzt weg, bitte? Nö. Nee. Aber der macht nichts. Egal, wir klettern über den Tisch einfach. Ich möchte mal hier gucken. Blut. Blut und noch mehr Post-its. Das könnten wir eh nicht verstehen. Nehmen wir den Tisch mit halt. Hält unser Akku ewig eigentlich vom Handy? Heiliger Gott. OE ist da. Irgendwo ist was. Hin. Aqua? Aqui? Hin. Aqui ist hin. Oder dort. Aqui? Aqui? Okay, wir brauchen unser Licht. Oh Gott, ich sehe nichts. Nee. Ach, schon wieder? Das sind mehrere, ne? Die bewegen sich eh gleich. Ja. Ich habe überhaupt keinen Schuss. Ich werde gleich schreien. Nein, brauchst du ja nicht. Wir wissen doch, dass er sich... Hörst du auf. Muss ich die anleuchten? Ich weiß nicht. Ey! Ja, wenn ich die anleuchte, geht's. Nein, doch nicht. Oh, wir sind tot. Wie soll ich das... Mach mal Continua. Zum Glück kann man das so abschnittsweise machen. Wie soll man das, wie soll man da vorbei? Mit den HP? Warte, worauf reagieren die jetzt? Auf Licht oder nicht auf Licht? Vielleicht musst du ganz im Dunkeln drin vorbei. Nee. Nee. Vielleicht echt nur so weit wie möglich von denen weg. Das ist doch voll schwer. Ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Willst du? Ja, ich probiere mal. Aber hier lang, ne? Mhm. Ey, guck nach! Nein, du darfst nicht. Du musst die linke Maus. Die linke Maus darfst du nur einmal drücken. Ich hab die ja gerade gar nicht gedrückt. Achso, ja, manchmal dreht der von alleine um. Ich weiß auch nicht warum. Das ist jetzt die erste, ne? Schon neben dir. Ja, oh ne, die ist die erste, ja. Immer beim Rücken. Voll gut. Machst du das jetzt immer am Rücken entlang? Oder? Nee, ich gehe so weit wie möglich von dem weg. Oh, okay, der trifft mich. Der trifft mich! Boah, dreimal hatte direkt zugehauen. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich probiere mal jetzt einfach nur am Rücken immer vorbeizugehen. Vielleicht klappt das ja auch. Das ist die erste, ne? Hallo. Warte, du bist hier gerade ausgegangen, ne? Ja, nee, ich weiß nicht mehr. Ja. Okay, jetzt bring ich mir das nicht um. Ich hab zu viel AP verloren. Oh, war voll dumm. Ich weiß nicht. Also du musst den Weg nehmen, der am weitesten von denen weg ist. Auch wenn das nicht immer der Rücken ist.
Also beim ersten bin ich jetzt hier am Brücken vorbei. Du hast ja gerade beim letzten auch probiert. Ja, vielleicht hätte ich da auf einer anderen Seite. Oder ich war nicht weit genug von dem anderen weg. Vielleicht muss... Okay, wo bin ich bei dir lang gegangen, Freundchen? Ich glaube hinten. Ja. Da bist du rechts lang. Da bin ich gestorben, ne? Nee. Der bei dem danach. Hallo. Na. Das macht keinen Spaß. Das ist ja wieder das richtige Spiel für mich, ne? Ich mal. Okay, rechts. War ich auch rechts hier? Ja, ne? Ah, geschnetzelt nach mir. Er hat nach mir geschnetzelt. Geschnetzelt. Kann ich hier auf die... Ich bin... Kann ich hier rein? Nein, natürlich nicht. Ich bin jetzt aber motiviert. Ja, ich nicht. Motiviert für Shit. Ich habe nämlich gerade auch gemerkt, dass man über Sachen springen kann. Springen, ja. Also klettern? Ja. Ich bin nämlich gerade über eine Heizung. Ey! Ja, immerhin muss man nicht den ganzen Scheiß neu machen. Für mich ist das Scheiß neu. Ja. Könnte auch schlimmer sein. Ja, das stimmt. Stell dir mal, du müsstest alles neu machen. Wehe, ihr schnetzelt mich gleich wieder. Gehst du weg? Wehe, du schnetzelst mich. Hör auf zu lachen. Wo war ich bei dem? Auch links. Lass mich in Ruhe. Was? Du hast einen Geheimgang gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie, hä? Hä, war... Hall, hä? Wo bist du? Ich guck nach, leuchte nach vorne, Fissa. Bin ich durch die Tür? Ich glaube, ich bin in anderen Raum geglitscht. Guck, leuchte nach vorne. Wie wäre es an allen vorbeigehen können? Weil wir in so irgendwie durch die Wände der Tür, der Räume gehen können. Hä? Hä? Ich glaube, das ist nicht beabsichtigt. Nein. Hoffentlich kommen wir wieder raus. Oh. Hey, wir haben das Level geschafft. Hey. Das kann doch nicht extra sein. Oder? Vielleicht ja doch. Ich weiß nicht, aber ich war so stolz auf mich, dass ich da durchgekommen bin gerade. Also fast richtig durchgekommen. Jetzt guck deine Scheiß... Mach's nach vorne. Ah. Bin ich zurückgegangen? Sind wir wieder hoch? Sind wir zurückgegangen? Nee. Bitte, du, ich wollte nur den Karten. Was? Na schön. Aber es sieht aus wie gerade. Es sieht echt aus wie gerade. Oh. Oh Mann, ich werde wieder niedergemetzelt. Linksrum, so nah wie möglich an der Wand. Kannst du in die Tür rein wieder? Nee. Nein. Shit. Ja? Ich habe von der Meisterin gelernt. Oh, immer die schön. Meisterin, die einfach durch die Türen glitscht? Ja, Mann.
Ich dachte, ich hätte auch dieses Glück, aber... Oh! Was ich in diesem Zusammenhang gerne sagen möchte... ich bin die Meisterin der Glitches. Möchte ich gerne sagen, weg. Wie in Terra. Stimmt, in Terra. Wo ich einfach durch alles geglitscht bin. Was hast du los mit uns? Ich glaube, da kam rechts einer. Das sind andere Bilder. Ah, bitte. Ist da einer? Weiß nicht. Da ist eine Hand drin. Oh, die haut uns. Die tun bestimmt was, die Hände. Ich muss wieder ganz weit rechts gehen. Oh, ey, das hat mich echt erschreckt. Sorry. Wer schmeißt da Türen nach uns? Da steht Milch. Milch ist bestimmt zum Heilen. Warte, warte, warte. Ich kann grad nicht. Da, ey. Hab schon. Hast du's? Ja. Wurde geheilt? Nee. Bleib ich jetzt hier? Oder ich glaube, wir müssen da raus. Bleib ich raus. Oh, schön. Das klingt wie so ein Remote. Ist es hinter uns? Ja. Ach, ist er wieder. Wie der Typ mit dem Messer. Da ist noch einer. Aber das war doch ein guter. Nee, ist der Doktor, der uns weggezogen hat. Ja, aber der Doktor ist mir lieber als er. Nee. Der andere spackelt nur rum mit seinem Penis. Aber der hier... Aber der, dem Doktor sind wir doch mal hinterhergegangen. Tyrius. Ja. Tyrius? Mysterious. Ach so. Ja, das ist richtig. Rein. Was? Ach, das ist ja eh Spanisch. Aki, irgendwas da. Weiß nicht. Ich kann diese verrückte Sprache nicht. Nur einzelne Wörter. Meine Spanischlehrerin wäre entsetzt. Was ist denn los? Er rastet aus. Ja, Mann. Ey! Krieg dich mal ein. Bin ich runtergefallen? Bin ich tot? Du bist irgendwo runtergefallen. Das war extra. Ich dachte, ich spring da mal rein. Wie ins Loch bei Venice. Nein, das gehört jetzt zur Story. Wir haben Anruf. Nachricht. Ich kann es nicht lesen. Tja, wir könnten sie doch auch nicht verstehen. Seine Fahrer. Naos Dias Para und Quantus Dias. Irgendwie, wie viele Tage, aber... Ich weiß nicht. Egal. Keine Ahnung. Sie hat bestimmt gesagt, wie viele Tage sind vergangen, seitdem ich das letzte Mal gesehen habe. Da steht was an der Wand. Da geht der Typ lang? Ja, ich möchte wieder nichts lesen können. Sam. Hat irgendwas mit vergessen. Glaube ich. Ich bin bereit, dass irgendwas von links oder rechts geflogen kommt. Da wird die erst in das Glas gestellt haben. Die Stühle sind an der Decke. Jo. Das ist hübsch. Also ist alles falsch rum? Ist oben unten? Nee. Ja, doch. Nee. Die Lampen sind oben? Ja. Die Türen sind auch richtig. Ich wusste, man wirft was, Mann. Ich wusste es. Ein Raum voller Störungen. Wir sind in der Kantine. Kantina. Ach. Da, Milch. Doch, die hält uns echt. Gerade hatten wir 85. 85 hatten wir gerade. Okay, Milch ist gut. Wie schon in Ocarina of Time. Telefon? Ist gar kein Telefon? Telefon ist gar kein Telefon. Dann müssen wir durch die einzige Tür, die es gibt. Ja. Nee. Was haben die denn für ein Problem mit? Versteht der Help? Ich finde echt die Bilder am schlimmsten. Ja, Help. Wir verstehen was! Oh mein Gott! Ach, da ist er wieder. Du auch zu gucken? Ja. Was soll das? Ey, dieses Handy ist für den Arsch. Ist echt für den Arsch. Man sieht nichts gescheit. Also meine Taschenlampe ist besser in meinem Handy. Ja. Und da hat der dumme Kerl schon ein Smartphone und ist trotzdem doof. Jetzt hängt er da. Jo. Und jetzt Waffen? Nee. Ja. Ja. Vielleicht müssen wir irgendwas aufkloppen damit? Auf alle Fälle ganz am Anfang dieses Levels, um es mal so zu nennen, stand irgendwas mit
Werkzeuge. Oh, da müssen wir da wieder hin. Aber ich weiß nicht wie und was. Vielleicht können wir damit auch was in der Mensa machen. Ich weiß gar nicht, wo wir dort sind, weil ich wieder nichts sehe. Okay. Ach hier. Vielleicht. Mein Gott. Vielleicht können wir das eine Bild aufkloppen, wo Help steht. Nee. Ich glaube, das soll nur Angst machen. Hm, okay. Also ich glaube, das geht nicht. Hier ist jetzt irgendwas drin. Ja, ich sehe... Was ist es denn? Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Das ist ein bisschen scheiße so. Da war doch noch eine Tür. Vielleicht können wir die aufschlüsseln. Ja, ich weiß, wo die ist. Oh, das fies Tier. Ich will nicht sterben. Ich sehe nichts. Ich glaube, wir schieben wieder Tische. Da. Oh. Oh. Oh, was? Hier sind zwei. Drei. Vier. Was? Super. Man sieht nicht, ich gehe hier raus. Ja, geh mal da lang. Schreit ihr ruhig. Und macht Lampen kaputt. Die sowieso alle aus sind. Können wir bitte mal Batterien für unser Handy finden? Ich würde gerne mal ein bisschen... War das nicht schon mal heller? Ja. Ich würde gerne mehr sehen. Also so. Was geht denn jetzt, ey? Renn ich jetzt viel rein? Keine Ahnung. Mo, mo, schreit die Kuh. Können wir das aufschlucken? Ja. Hast du doch gepasst. Gib mir das. Gib mir Milch. Da ist was. Schlüssel. Ja. Wofür? Weiß nicht. War da irgendwo eine geschlossene Tür? Oh, das Vieh ist hier. Warte mal. Scheiße, Mann. Das rastet so voll aus. Kamen wir von hier? Ja, ich glaube, da war der Levelanfang, also Abschnittsanfang. Aber ich habe halt keine Ahnung, wo wir mit diesem Schlüssel hin müssen. Vielleicht doch wieder in die Cafeteria und an diese große Tür. Das kann sein. Aber ich komme noch niemals lebend an den Viechern vorbei, wenn ich sie nicht sehe. Ja. Ist da eins vor dir? Ja, es ist voll laut. Es ist hier irgendwie. Ja, jetzt. Gott sei Dank hört man's. Ich renne einfach mal rein. Ja. Das klingt wie ein irrer Indianer. Okay, jetzt sind wir ganz nah. Sind wir schon dran vorbei? Ja. Ja. Scheinbar ja. Ja. Aber jetzt kommen wir wieder zu diesen Viechern. Alter. Da rechts ist einer. Da. Das ist eins. Schnauze. Davor ist auch eins. Ich sehe den Kopf im Dampf. Was? Nein. Ich weiß nicht. Richtig? Die Tür ist zu. Den die Tür unter mir zu machen? Nee. Oder doch nicht. Ich weiß es nicht. Die verschieben gerade die Stühle. Aber hier waren wir gerade noch nicht. Das ist richtig, glaube ich. Ja. Nee. Nee. Na, hier waren wir noch nicht, ne? Nee. Doch, hier ist der Ausgang. Oh mein Gott. Hä? Ja, keine Ahnung, aber gut so. Weiter geht's, ja. Ohne Licht. Milch! Es ist kein Milch, glaube ich. Oh, halt mal Schnauze. Wo ist er denn? Ach, da ist er, sein Spastenkopf. Aber ey, ich will nichts. Irgendwas machen wir falsch mit dem Handy. Vielleicht muss ich es mal zehn Tage auslassen. Oder auch nicht. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nicht tot? Ich häng fest! Du hängst ich kann nicht zünden! Das Spiel hat sich... Hallo? Was? Okay. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Wir sind da dran vorbei. Das da. Was ist das? Ich weiß nicht, mach mal dein Handy wieder an. Ja. Ich brauche ein Keypad. Achso, eine Zahl. Oh Gott, ja, jetzt muss ich Ausschau halten nach einem Code oder was. Ich habe keine Zahlen gesehen. Mann! Vielleicht hat der eine Zahl irgendwo. Ja, am Arsch tätowiert oder so. Keine Ahnung. Ich häng schon wieder fest. Nein, das ist doch... Oh, okay.
Ja, das ist falsch. Das sind mehrere. Nein, jetzt weiß ich nicht, wo vorne und hinten ist. Man könnte sich gerade an dem Viech orientieren und jetzt ist alles weg. Das ist noch ein Spast. Noch einer? Oh Mann. Die töten mich, ich weiß nicht. Ich möchte gerne diese Zahl haben. Noch einer. Vielleicht sieht er mich auch noch nicht. Ist das eine Zahl? Nein, das ist... Oh, da kommt er rein. Ich weiß nicht, was ich... Disk. Nimm die Disk. Geh. Er kommt hier nicht rein, glaube ich. Ist dieses Bild der Code? Und auf dem Keypad sind vielleicht keine Zahlen, sondern Symbole. Und dann haben wir Dreieck, Sechseck, Viereck, Kreis. Wie soll ich jetzt hier raus, um das zu stellen? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht einfach nicht bewegen und ihr geht weg. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es schneit! Kann alle aus dem Haus. Das ist eine Tür. Wo? Ach doch nicht. Doch. Das ist die Tür von da. Sieht schon schlimm aus, der von da. Oh. Hey! Was? Wie trifft er mich denn hier? Jetzt reicht's mir. Scheiße, ich werde nie wieder dieses Keeper. Ich würde ja beinahe sagen, es ist echt im Kreis aufgebaut. Wo bin ich? In der Sackgasse. Was gibt's denn hier? Da gibt's was. Waschmaschinen. Da war was. Ich könnte. Da war nichts. Irgendwas konnte ich klicken. Nee. Nicht? Doch. Licht! Haben wir endlich Licht? Oh mein Gott, ja. Zumindest so ein bisschen. Geht das gleich wieder aus oder klingt das nur so? Ich weiß nicht. Aber die Viecher sind weg. Schnell zur Tür. Ah, die ist es ja nicht. Ich glaube, das hält nicht lange. Nee. Aber im Moment sind die Viecher weg. Aber wir sind so gut wie tot. Wenn jetzt ein Stuhl geflogen kommt und uns am Kopf trifft, sind wir echt mal so tot. Verlieren wir HP, wenn ein Stuhl uns trifft? Da war ich drin? Da weiß ich nicht. Doch, da war das. Mist! Ey! Alter Mann! Schmeiß doch nicht die Stühle! Ist echt nicht nett. Ich finde, das könnte auch mehr heilen. Ja. Ich finde, 10er Schritte sind zu gering. Guck mal, DVD. Wir haben das gefunden. Ich wollte aber eigentlich eine Zahl finden. Vielleicht kommt die da drin vor. Okay. Okay. Ja. Das sind ihren Betten. Ihre Betten? Ja. Ja. Ich denke die ganze Zeit, jemand kommt. Boah, gib mir diese fucking Zahl bitte. Ich muss mit die Menschen zählen. Eins, zwei. Kochen. Ein Koch, zwei Küche, drei Küche. Mhm. Ja. Schönes Video. Ein Brot. Ja. Tolles Video. Oh. Müssen wir uns das angucken? Ich weiß nicht, aber ich habe Angst, dass wir irgendwas verpassen, wenn wir es nicht gucken. Im Hintergrund ist auf alle Fälle eine Tastatur. Oh, das sieht so aus. Ich weiß es nicht. Ach, wir das gucken müssen. Achso, du gehst näher ran. Was sind die? Jo. Oh, es ist vorbei. Das war's? Ja.
Ja. Ja. Un numero che vostra procura sta alla mia casa. Keine Ahnung. Ist er in den Büchern? Nein, nein. Aber vielleicht ist bei diesem Keypad ja, vielleicht ist ja echt keine Zahlenkombination, sondern diese... Ist das eine Kugel? Ah ne, Licht. Schein. Liegende Stühle. Was denn? Wo kam er her? Ich weiß nicht. Mein Gefühl sagt, wir müssen in die andere Richtung. Echt? Ja. Weil es hier dunkel ist? Ja. In der anderen auch, oder? Da ist aber was. Und mein Gefühl hatte recht. Tada! Ist es denn vierstellig? Dreistellig? Ich weiß es nicht. Oh, das kann doch nicht sein. Wo sollen wir denn hier in den fucking... Wir gucken nochmal genau. Zahlenkombination. Immerhin sind diese Pisser jetzt weg. Wir haben bestimmt einen Raum übersehen oder so. Oder es war tatsächlich irgendwas in diesem Video. Ja. Kann mir nicht vorstellen, dass das Video so just for fun da war. Aber das würde keinen Sinn machen. Ich will das Video nicht nochmal gucken. Da steht aber ein Numero. Oh, Numero, okay. Was ist der? Ich weiß nicht. Wir können aber auch nicht gucken, was auf dem Handy noch ist. Kann auch nicht neu starten oder so. Lass gucken wir mal bitte. Den anderen. Hä? Den Z... Monitor. Achso. Ich hab keine Ahnung. Irgendwie eine Nummer... Zusammenhang. Haus. Ich weiß nicht. Was ist Cinco? Vielleicht... Kombination haben. Nein. Ist hinter dem was Wichtiges? Oh, ich will nicht ausprobieren, dann bin ich tot. Warte, warte, oh. 3, 6, 4, 0. Oh Gott. Oh. Ach, wir hätten auch recht. Wir haben uns das auch gemerkt sogar. Eigentlich. Also, ne? Ich das. Hammer wäre jetzt, wenn das nicht stimmt. Und wir noch so voll klug. Ey, dieses Bild ist bestimmt die Kombination. Und dann so. Oh. Große Zahl, scheiße. Wir wissen es nicht. Aber auch wie wir gleichzeitig dann vor diesem Bild stehen und so. In die Richtung? Ja. Ja. 3640. Mhm. Oh. Es gibt aber keine 0. Dann 1. Ja. Yay! Aber eigentlich müsste es doch eine 0 sein, weil es hat doch keine. Entweder müsste es eine 0 sein oder eine 8 für unendlich Ecken. Oh. Ich Assassino! Wüsste, was das heißt. Assassino. Legal Assassin. I'm the monster. Alles sind bestimmt durch, ja. I'm the villain. Ich höre schon wieder schreiende Viecher. Und wir haben nur noch 15 HP. That perfection. Wir werden sterben. Ateta. Demono. Demonio. Teufel. Ventila, keine Ahnung, nichts Gutes. Ist fliegender Stuhl. Nein. Surgeon. Nein! Nein! Warum rastet man nicht so aus? Ist doch alles okay. Fikir. Fikir. Können wir da Milch finden? Ich weiß, das ist keine... Okay, der liegt auf dem Tisch. Aber... Der liegt auf dem Tisch, alles cool.
und packt sich am Sack. Du lebst doch. Ja, ich dachte, hier wäre was. Ich habe so gehofft, da wäre Milch. Oder zumindestens... Ist auch tot. Was hat der da stecken? Eine riesige Sichel. Die steht da auf dem Stuhl, was? Ja. Ja. Beweg dich bloß nicht. Zieh bloß nicht dein Ding aus der Brust und geh damit bloß nicht auf uns los. Das wär's noch. Das klingt echt wie Schafe, die gequält werden oder so. So mehr ihr Schafe! Mehr ihr Schafe, quält uns nicht in euren Haus. Wo ist denn der Typ lang? Hier rechts? Ja. Das ist der einzige Raum, der bleibt. Warte mal kurz. Oh nein. 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 Nein, ich sterbe. Nein. Nein, bin ich hier sicher? Ich weiß nicht. Wie komme ich hier wieder raus aus der Ecke? Gar nicht. Nein, sie kommt auf... Scheiße! Nein, sie kommt auf uns zu! Hab ich noch so gesagt? So Hand auf Stirn, so. shit! Habe ich jetzt das Zeug noch? Nee, weil sonst ist das immer da so. Oh. Rechts daneben. Ich muss mich mal drehen, aber irgendwie bist du im Weg. Ach, sorry. Was war das denn? Der Stuhl. Was war das denn? Ah. Aber jetzt ist ja dieser Typ ist das. Hier war ja nirgendwo was. Doch. Ja. Ist ja alles cool. Hier war das auch nicht. Ne? Ich war mal hier war das. Ja. 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 Gib mir das. Soll ich weiter geradeaus oder zurück zu dieser zum Tor? Das ist bestimmt weiter geradeaus. Ich glaube auch. Aber ich gehe nicht in den Handraum. Nee. Da waren wir auch drin, ne? Ja, ich glaube, da haben wir sonst nichts gefunden. Aber hinter uns ist halt der Typ. Können wir noch weiter geradeaus gehen? Nee. Aber ich muss abhauen, der bringt mich um. Ja. Da steht bestimmt Rennen oder so. Abrir ist öffnen, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht können wir ihn hier reinlocken, vielleicht steht er da. Was? War er schon da? Nee, die Hände. Was? Ich war doch gar nicht in der Nähe von den Händen. Hä, was müssen wir tun? Ich weiß nicht. Wenn wir diese Sprache doch nur verstehen. Aber hier ist öffnen. Aber... Wie denn? Vielleicht die ganze Zeit Bauer. E drücken. So. Eine andere Idee hätte ich nicht. Hat es gerade auch schon so rumgespackt? Ja. Nee. Weiß nicht, ich erinnere mich nur an dieses Viech, was... Nein, ich meine das Bild. Das Bild? Ja, das Bild. Das ist doch so... Flackert so. Ja. Extrem. Der ist doch irgendwo reingegangen. Ja, in den Raum mit den Händen. Nee. Doch? Der ist jetzt hinter uns. Gleich. Ja, aber davor ist er in den Raum mit den Händen gegangen. Da. Also, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mann! Ich habe keine Ahnung. Kann man wieder hinter den Händen? Ich weiß nicht. Wir können ihn blenden. Ich weiß nicht, wo man muss. Außer du bist dran. Keine Ahnung. Man kann nur in den Raum mit den Händen. Ich hab ganz auf E gedrückt. Das ist echt doof. Glaub ich richtig. Aber kommt hier überhaupt eine Meldung, wenn man da dran ist? Nee, natürlich nicht. Ist ja auch ein Gitter vor. So klug! Also wir sind uns einig, dass er in diesem Kissen nicht vorbeikommt. Kann der mal bitte auf? Also nee, der geht hier in den Raum rein, wo wir die Brechstange her haben. Hier geht der rein. Ein fucking Schuh. Okay. Egal. Wenn wir jetzt nicht in die Ecke gehen? In welche Ecke wollen wir? Müssen wir denn dann? Weiß nicht, aber in der Ecke sterben wir. Ja.
Ich meine, ich kann zurückgehen, aber... Kommt er? Nee. Kann ich den Tisch... Wenn du damit ans Tor gehst? Also am Tor kam gerade nichts. Das stimmt. Ich geh nochmal hier rein. Aber was sollen wir denn sonst machen in der Ecke? Wir können echt nur in den Raum mit den Händen sonst. Aber ja, das bringt ja nichts. Geh da rein! Geht nicht. Kann ja, echt zu low. Aber ich glaube, es ist normal, dass der einen Insta tötet. Die Hände jetzt nicht, aber bei ihm, glaube ich, ist das normal. Aber es geht doch nicht weiter. Nee. Also das finde ich auch ein bisschen doof. Es stört mich auch. Ansonsten ist doch keine Tür auf in der Ecke, ne? Nee. Sonst waren wir in allen drin. Ne? Und diesen Tisch kann ich nicht verschieben. Gerade getestet. Und jetzt steht der Pisser direkt hinter mir, ne? Ja. Hier kann ich noch rein. Jetzt, wenn man hier ist, der getriggert. Keine Ahnung, ich drücke nochmal ein bisschen E. Keine Ahnung, was mit Kreuz ist. Bist du gut? Man kann sich aber nicht hinhocken, ne? Gleich mit. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich gucke im Internet. Das ist echt frustrierend. Ich probiere nochmal, du kannst ja gucken. Ja. Ich weiß es nicht. Man kann, vielleicht muss man echt so lange vor der Tür stehen und E drücken, bis man dann doch irgendwann rauskommt. Oder ich nehme das mal nicht auf. Okay. Aber was sollte mir das bringen? Ich weiß nicht. Nee, ich nehme es doch mit. Ich bin durch. Was? Ich musste eh gedrückt halten. Oh. Nein. Da kommt man aber auch nicht drauf, ehrlich gesagt. Oh, wir überleben das niemals. Mit 15 HP. Durch diese Scheiße. Ich bin in sowas nicht gut. Willst du mich einfach rennen? Bleiben die stehen manchmal? Nee. Die in der Mitte nicht einfach durch die Mitte laufen. Okay, wir haben es geschafft. Okay. Oh, wir sind frei. Hier ist unser Auto. Tatsache, es regnet. Pass auf, dass wir nicht noch ins Viecher rennen. Würde ich ihm zutrauen. Let's run to our car. Ich sehe nix. Irgendeins muss doch unser Auto sein.
Da. Das. Das? Der Motor ist an. Ja, das sehen wir. Andere Seite vielleicht? Das sieht blau aus. Das wird uns verarschen. Da, da war es. Ah, Schlüssel. Für das Auto? Ah. Dann ist das an. Wir sterben bestimmt, wenn wir da reingehen. Ich glaube auch. Sind hier noch ein paar andere Autos? Hallo! Ja. Ist der Schlüssel einfach für drinnen? Da drin wird doch keine Tür mehr, oder? Alter Auto. Vielleicht ist da eine Tür, Tor, ganz hinten. Wo? Im Hinterhof. Und wir was scheißen ist? Auf unser Auto. Da ja. War nichts. Gut, dass es manchmal blitzt. Ja, sonst würde man nämlich gar nichts sehen. Ganz was. Ah, nee. Alter, dieses Spiel. Ich bin auf dem Auto. Ich weiß am Kofferraum. Das ist ja eigentlich nur der Blaue noch da. So. Oder war da noch eine andere Tür? Meinst du hier im Garten jetzt, oder? Ich will in dieses Auto. Das kann doch nicht sein! Ach, leck mich. Das ist doch ein Witz. Oh, ich geh mal vorne gucken. Ja, warte mal kurz, bevor du reingehst. Guck mal hinten in der Ecke. Also neben der Tür, ganz in der rechten Ecke. Also beim Ausgang, nicht da. Hier. Über. Hier? Neben dem Ausgangstor. Da. Ist doch nichts. Warst du da? Ja. Ich kann für dich gerne nochmal dahin gehen. Aber hier ist nichts. Ja, das ist auch links. Also, welcher? Da in der Ecke. Da ist nichts. Da war ich dran. Ja, in der Ecke war ich. So. Das ist halt nur das hier. Ja. Noch weiter rechts daneben, ganz an der Wand. Das ist alles so. Also hier bin ich auch schon mal lange dran gerade. Achso. Aber ich auch gedacht habe, da wäre vielleicht. Alles klar, also wir haben Schlüssel gefunden. Ja. Ein Auto ist an, aber wir kommen keines rein. Ist ein bisschen doof. Dieses Handy. Man sieht so viel. Ja. Will ich aber gar nicht rein. Das ist mal wohl. Ist aber ganz schön lang, ne? Dafür, dass es so klein ist. Oder? Ja. Hoy me siento. Será esta. Ah, oh, sen. Irgendwas. Oh, ich sehe nichts. Ich habe den Bein. Sehr tolle Spiele, doch nicht. Eine Karte. Wer weint denn? Vielleicht unsere Freundin. Schon wieder mit Blumen. Ich tippe irre. Ja. Weint die oder lacht die? Beides. Lachwein, so. Also das, was wir häufiger haben, wenn wir sowas spielen. Dieses Klopfen. Ja. Michael wird's gerne durch sein. Das ist so schon so lang. Hi!
Ja, wir sind durch. Das ist Ende. Nee. Doch, bestimmt. Wir haben Musik wieder. Das heißt doch nichts. Doch, klar. Guck mal, wir sind mit einem Freund hier. Ist sie das? Ja. Ist sie das auch in der Ecke? Nee, ist normal. Vielleicht sind wir das. Ja. Vielleicht sind wir die Freunde. Nee, wir haben nur eine männliche Stimme und so. Wenn wir es verstanden hätten. Wenn es in unserer Landessprache oder Englisch war, was wäre vielleicht sogar Deutsch oder Englisch. Mir wäre ja sogar richtiges Französisch lieber gewesen oder sowas, aber das ist. Keine Ahnung! Keine Ahnung, keine Ahnung. Hm. Aber es war eigentlich ganz nice. Wäre nicer gewesen. Das stimmt, oder? Und ich mag die Musik, auch wenn die sehr gelobt ist. Aber ich mag die Musik. Und ich bin stolz auf uns, dass wir es geschafft haben. Aber wir haben es nur geschafft, weil ich durch die Wand geglitscht bin. Ja, wir hätten das irgendwann schon so geschafft. Was? Oder man musste durch die Wand glitschen. Ob da noch was kommt? Vielleicht sowas. Spiel Finn. Wollen wir jetzt noch ein Stück Zitronenkuchen essen, bevor wir weiterspielen? Oh. Oder willst du nicht? Nee, ich möchte keinen Kuchen. Aber du kannst gerne, gerne Zitronenkuchen essen. Black Screen? Vielleicht kommt noch was. Da bist du auch da optimistisch. Irgendwas muss ja kommen.